Guten Abend. Der Handballclub Bremen ist wesentlicher Bestandteil des Sportblitzes heute. Alle Handballtrainer und Trainerinnen aufgepasst, wenn sie die B- oder besser noch die A-Lizenz haben und über 5 Jahre Erfahrung im gehobenen Jugendleistungsbereich verfügen, dann können sie sich ab sofort beim HC Bremen bewerben. Der sucht nämlich händeringend einen Nachfolger für Ex-Coach Jörn Franke, der sein Amt kürzlich aus beruflichen Gründen aufgeben musste. Franke hatte einfach keine Zeit mehr und das ist bitter für das A-Jugend-Bundesliga-Team, denn der 53-Jährige ist nicht nur Vater des Projekts HC Bremen, sondern auch Vater des Erfolges. Tja, wie geht's dort also weiter? Zunächst mal mit einer Übergangslösung und die hat sich am Wochenende zumindest schon mal bewährt. Jenny Stadelmann. Über diesen wilden Haufen haben erstmal Sie das Sagen. Co-Trainer Marcel Kliesche und Manager Ralf Fricke. Beide teilen sich die Aufgaben des A-Jugend-Chefcoachs. Der alte Hase lässt dabei den Youngster auf die Trainerbank. Für die jugendliche Dynamik, die Jungs auch noch mal richtig anzufeuern. Der hat die Handballsprache von heute drauf. Meine ist denn doch schon ein bisschen älter. Herr Fricke steht für die perfekte Organisation des Drumherum und ja, als mein Berater sozusagen da noch mit bei. So, wenn was Regeln und Paragraphen angeht, weiß er Bescheid. Beim Heimspiel am Jakobsberg regelt Ralf Fricke die Abläufe und bespricht die Trikotfarben. Speckflaggenoptik für seine Bremer Jungs gegen Solingen. In der A-Jugend-Bundesliga braucht ein Trainer mindestens die B-Lizenz. Das hat jetzt nur noch Ralf Fricke zu bieten. Also man ist auf jeden Fall wesentlich nervöser vor dem Spiel. Jetzt steht man mit in der Verantwortung, definitiv zusammen mit dem Marcel Kliesche. Und das ist schon was anderes. Es fängt also spätestens mittags im Magen an zu kribbeln. Kein Grund, kribbelig zu bleiben für die Übergangstrainer. Auch unter ihrer Leitung hält die beste Abwehr der Liga bislang, was sie verspricht. Gegen Solingen haben die Bremer schnell einen ordentlichen Vorsprung. Trotz des Erfolgs behält Co-Trainer Marcel Kliesche nur bis zum Ende der Saison das Kommando am Spielfeldrand. Denn noch fehlen dem 25-Jährigen die Lizenz und die Erfahrung für dieses Niveau. Der Co-Trainer als Trainer kann daher nur Übergangslösung bleiben. Es macht sehr viel Spaß und ist sehr spannend, wie die Jungs jetzt auch auf mich reagieren, wenn ich auf einmal das Sagen habe am Spielfeldrand. 18:11 zur Pause. So ist für den Tabellenzweiten diese Saison noch alles drin. Die ersten 4 Teams bleiben sicher in der Liga. Die beiden Besten kämpfen um die deutsche Meisterschaft. Selbst für Martin Franke, den Sohn des Ex-Coaches, kam der Trainerwechsel in dieser entscheidenden Phase überraschend. Ohne seinen Vater hätte es das Projekt HC Bremen nie gegeben. Dazu hat Jörn Franke viele der Spieler von Anfang an ausgebildet. Es war schon kein leichter Schritt für ihn, weil er hat das ja jetzt 15 Jahre mit mir zusammen eigentlich gemacht, solange ich ihn schon kenne. Und ja, ich denke, es war nicht einfach, aber ich glaube, er kann sich auch ganz gut mit dieser Rolle zufrieden geben, dass er jetzt einfach mehr als Zuschauer da ist und die Mannschaft mit von außen anfeuert. Neben dem Spiel noch Training und Videoanalysen, dafür geht eine Menge Zeit drauf. Wenn das Projekt weiter am Leben bleiben soll, braucht der Verein nächste Saison einen neuen Trainer, auch wenn es jetzt gut läuft. Gegen Solingen ein 36:22. Damit macht sich der Verein zumindest sportlich attraktiv. Wir suchen also eigentlich bundesweit. Wir haben mal eine Anzeige geschaltet in dem SIS-Programm. Das ist, wo sämtliche Handballergebnisse drin sind. Und wir gucken natürlich auch vor der eigenen Haustür. Denn es gibt auch in Bremen durchaus noch ein, zwei auch A-Lizenzinhaber. Mit denen muss man einfach mal reden, ob man eventuell zusammenkommt. Ein schwieriges Unterfangen. Viel Geld verdienen lässt sich beim HC Bremen nicht. Und die Lücke, die Ex-Trainer Jörn Franke hinterlässt, ist groß.